herzlich willkommen hier bei DocSwim und unserem großen Zugseilguide. In dieser Folge geht es darum, was sind die häufigsten Fehler, wie macht man es richtig und welche sind die drei ultimativen Zusatzübungen, die du brauchst, um dein Zugseiltraining so richtig komplett werden zu lassen. Bist du bereit? Dann wollen wir mal loslegen. Warum ist das Zugseil denn nun so ein außergewöhnlich gutes Trainingsmittel für Schwimmer, Triathleten, Hobbyschwimmer? Es ist mobil einsetzbar, es ist günstig, wir haben eine visuelle Kontrolle über das, was wir da machen. Das haben wir ja im Schwimmen, im Wasser überhaupt nicht. Da schwimmen wir ja mehr oder weniger blind, denn niemand kann seinen Zug von Anfang bis Ende beobachten. Ja, und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, wir können unsere schwimmspezifische Kraft entwickeln. Das heißt also, wir bekommen eine Rückkopplung über die korrekte Bewegung, die wir kontrollieren und korrigieren können. Dazu die passende muskuläre Aktivierung. Und dieser Transfer ins Wasser hinein, der ist wirklich außergewöhnlich gut. Und deswegen muss man eigentlich sagen, wer sich schwimmerisch weiterentwickeln möchte, der kommt um das Zugseiltraining nicht herum. Und dafür werden wir dich jetzt so richtig motivieren. Doch auch hier gilt natürlich die Regel, dass nur dann, wenn du die Technik richtig durchführst, du auch die Muskeln aktivierst in der Reihenfolge, in der Intensität, wie es dann im Wasser geschehen soll. Deswegen ist es wichtig, sich so einige Dinge noch einmal vor Augen zu führen. Da ist zum einen mal die Art und Weise, Höhe der Befestigung des Zugseils. Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob das Ganze jetzt auf 1,50 Meter Höhe angeordnet und installiert wird oder ob du es eher schräg von oben ansetzen möchtest. Wichtig ist dabei vor allem, dass das Zugseil eine Verlängerung der Rückenlinie beschreibt, sodass im Grunde der Rücken und das fortgeführte Zugseil eine Linie, quasi die Wasseroberfläche, ergeben. Dann hast du den richtigen Anstellwinkel und stellst sicher, dass die Muskelkraft auch in die richtige Richtung geht. Das heißt also, die Antriebskräfte auch richtig platziert werden. Geschieht dies nämlich nicht in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen koordinativen Abfolge, also der intermuskulären Koordination, dann kann es ganz schnell passieren, dass manche Muskeln, die ganz wichtig sind, um im Wasser die entsprechende Technik umsetzen zu können, überhaupt nicht aktiviert werden. Und das bedeutet, wir arbeiten am Zugseil und trainieren leider nicht die Muskeln, die wir tatsächlich brauchen. Und das kann wirklich viel, viel schneller passieren, als man denkt. Und deswegen wollen wir uns mal gleich zu Beginn auf die Dinge konzentrieren, die man richtig machen sollte, sprich im umgekehrten Fall. Wir schauen uns jetzt einfach mal die häufigsten Fehler an. Ein sehr häufig zu sehender Fehler ist, dass sehr viel Augenmerk gelegt wird auf die Zugphase, auf das extrem hohe Anstellen des Ellenbogens vorne in der Zugphase, dann aber, anstatt den Ellenbogen nach hinten zu führen, um den Latissimus zu aktivieren, die Bewegung nach unten weggedrückt wird. Das bedeutet also, eine zu frühe Streckung im Ellenbogen durchgeführt wird und das hat zur Folge, dass der Latissimus überhaupt nicht mehr aktiviert wird. Und wenn man sich Schwimmer mal anschaut mit ihren mächtigen großen Rückenmuskeln, dem Latissimus, dann sollte die Schlussfolgerung erfolgen, wenn dieser Muskel so gut ausgeprägt ist, dann muss er doch wirklich eine Relevanz haben für die Vortriebsbewegung. Und genauso ist das auch. Das bedeutet also auch hier, wir müssen darauf achten, dass wir den Latissimus entsprechend aktivieren. Und so sieht der Fehler dann in der Durchführung aus. Ein häufig zu beobachtender Fehler ist das zu frühe Abdrücken aus dem Ellenbogen. Zwar kommt es noch zu einem guten Anstellen des Ellenbogens in der Schlüsselposition, so wie hier zu sehen, jedoch anstatt nun den Ellenbogen in gebeugter Position nach hinten zu führen, kommt es zum unmittelbaren Strecken aus dem Ellenbogengelenk. Dadurch erfolgt die Druckrichtung nicht wie gewünscht nach hinten, sondern nach unten. So wie in dieser Szene deutlich zu sehen. Das Ergebnis: unnötiger Kraftaufwand und nicht aktivierter Latissimus. Wir sehen also, eigentlich ein kleiner Fehler
mit sehr, sehr großer Wirkung. Kommen wir gleich zur Nummer 2 und das ist ein hängendes, schlaffes Zugseil in der Zugbewegung, was wiederum bedeutet, dass der eigentliche Zug auf die Muskulatur viel zu spät beginnt. Wir sprechen hier von der Full Range of Motion. Das bedeutet wiederum, wir wollen von Anfang an einem gespannten Zugseil die Bewegung beginnen, genauso wie es im Wasser ja auch der Fall ist. Nur dann aktivieren wir auch die Muskeln in der entsprechenden Reihenfolge, erzeugen die Vorspannung, die notwendig ist, um den späteren Zug- und Druckverlauf zu gewährleisten. Ein weiterer Fehler, der häufig zu beobachten ist, ist das nicht unter Spannung befindliche Zugseil zu Beginn der Druckphase. Da wir aber ja auch im Wasser schon von Beginn an einen Zug verspüren, fehlt uns damit ein wesentlicher Anteil der Unterwasserbewegung. Wir sprechen hier von der Full Range of Motion, also dem Zug unter Spannung von vorne bis hinten. Fehlt diese Spannung, ist eine gut koordinierte muskuläre Ansteuerung nicht mehr gewährleistet. Die geforderte Full Range of Motion wird somit nicht erfüllt. Also, achte auf ein gut gespanntes Zugseil. Niemals sollte das Zugseil also vorne schlaff umherlabbern, sondern von Beginn an wollen wir einen Zug herstellen, der dazu führt, dass wir schon in der Zugphase auch spüren, wo sich Druck und Zugkräfte ergeben. Nur dann haben wir einen wirklich guten Transfer in das Schwimmen im Wasser, genau dort könnte das sein. Leider findet das Schwimmen aber hier im Moment nicht statt. Das Wasser ist einfach viel zu kalt. Kommen wir zum dritten Fehler und das ist das Ziel mit der Faust. Gerade dann, wenn das Zugseil eine Schlaufe hat, sehen wir ganz häufig, dass eine Faust gebildet wird, besonders dann, wenn die Kraft nachlässt. Und das wiederum führt dazu, dass der Ellenbogen die Hand nach hinten zieht. Genau das, was wir eigentlich im Wasser nicht wollen. Wir wollen ja die Antriebsfläche, die Hand und den Unterarm unter den Ellenbogen stellen, um eine möglichst große Antriebsfläche zu realisieren. Ziehen wir hingegen mit der Faust am Zugseil, ist die muskuläre Aktivierung vollkommen falsch. Und auch hier führt es dazu, dass wir den Latissimus leider überhaupt nicht aktivieren können. Und das wissen wir ja mittlerweile, der ist wirklich wichtig. Und so sieht das dann aus. Ein Fehler, der besonders bei Einsteigern häufig zu beobachten ist, ist das Ziehen mit der Faust anstatt mit offener Hand. Das Ergebnis? Der Ellenbogen zieht den Unterarm und die Hand nach hinten. Anstatt dass wir den Ellenbogen stellen und die Antriebsflächen unter den Ellenbogen platzieren, um nach hinten Druck auszuüben. So, jetzt haben wir ja sehr viel über Fehler gesprochen, jetzt wollen wir aber mal hineingehen in die korrekte Bewegung. Das Zugseil ermöglicht es uns, die Unterwasserbewegung, die ja besteht aus einer Zugphase, aus einer Druckphase und einer abschließenden Schubphase, diese Einzelsegmente zu zerlegen, zu akzentuieren. So kann man das machen, um vielleicht auch persönliche Schwachstellen zu eliminieren, um hier ganz bewusst in die Bewegung hineinzugehen. Das wollen wir uns jetzt gleich anschauen und natürlich die Bewegung in der Gesamtdurchführung von A bis Z, sodass wir auch im Wasser dann einen optimalen Abdruck erzeugen. Das ist doch deutlich mehr Material geworden, als wir uns zunächst gedacht hatten. Deswegen splitten wir unseren Zugseilguide in zwei Teile. Im nächsten Teil geht es weiter mit der richtigen Bewegungsausführung, der Zerlegung der Bewegungen in Einzelsegmente. Und natürlich sprechen wir über die drei essentiellen Zusatzübungen. Wenn du dich auf YouTube befindest, dann schau doch hier unten in der Beschreibungsbox, da findest du den Link direkt auf die DocSwim-Seite, wo sich noch ein erklärender Text befindet. Bist du bereits auf der DocSwim-Seite, dann abonnier doch gleich hier rechts unseren Newsletter, dann wirst du informiert, wenn der zweite Teil erscheint. Wir sehen uns in wenigen Tagen. Und ich hoffe, dass ich dich genau dann wiedersehe, denn da geht es ja um die Motivation, mal so richtig einzusteigen in das Zugseiltraining. Bis dann, viel Spaß mit den ersten Ausführungen.